Ja, Thomas Rech mein Name, heute Übungsleitung der Übung Bensheim 2015 an der Erlach. Beteiligt sind heute die Feuerwehr Bensheim, das THW Bensheim, die DLRG Bensheim und das DRK Bensheim. Wir sind heute mit 120 Einsatzkräften vor Ort und 24 Fahrzeugen. Wir üben heute mehrere Szenarien gleichzeitig. Ursprungsszenario ist ein illegaler, also es wurde illegal gegrillt und dadurch ein Grillunfall. Daraufhin kam es zu einer Explosion. Dabei gab es 8 Verletzte. Die haben sich auf das Gelände verteilt. 3 sind verschüttet worden. 3 Personen sind ins Wasser gegangen. Einer davon ist ertrunken und 2 an Südufer Richtung Heppenheim gegangen. Dort werden die Rettungshunde suchen müssen. Die Taucher der DLRG werden im Wasser suchen und an Land wird das THW und die Feuerwehr wird den Brand löschen zunächst und das THW wird die verschütteten Personen versuchen zu bergen. 3 Personen vermisst. Wahrscheinlich ist eine untergegangen. 2 sind im Bereich vom Südufer an Land gegangen. Es sind jetzt ein Boot von der Feuerwehr zur Personensuche seeseitig im Einsatz. Das DLRG bereitet jetzt den Tauchereinsatz vor. Das Boot vom THW bringt jetzt gleich die Rettungshundestaffel, die jeden Moment kommen müsste, auch ans Südufer und dann fangen wir dort mit der Personensuche an. Aktuell sind wir mit 4 Tauchern im Wasser, 3 von Landseite. Die suchen gerade im Scheibenwischersystem, das heißt immer von links nach rechts und dann nach Land inwärts, das Ufer ab, ganz einfach die verschüttete Person zu versuchen, die aktuell im Wasser verschüttet ist. Und einer vom Boot, der praktisch von Landseite ins Boot, Richtung Boot taucht. Die Feuerwehr Bensheim sind hier mit 4 Feuerwehren vor Ort. Feuerwehr Bensheim, Fehlheim, Schwanheim und Langwarden. Die Feuerwehr hat die Aufgabe der Einsatzleitung, der Brandbekämpfung und ist in den anderen Abschnitten integriert. Wir haben hier insgesamt 3 Einsatzabschnitte. Die Lage gestaltet sich so, dass es sehr unübersichtlich am Anfang war, weil es ein unheimlich großes Gelände ist. Gewässer dazwischen, also sprich unzugänglich ist. Wir haben verschiedene Abschnitte eingerichtet. Und zwar haben wir einmal den Abschnitt Tauchen und Suchen. Da sind die 3 Boote, die im Shuttleverkehr fahren, um hier insgesamt 3 Vermisste aufzufinden. Und dann haben wir einen Einsatz Brandbekämpfung. Hier hat es durch diese Gasgrillexplosion 2 Verletzte gegeben. Die mussten gesucht werden. Der Brand muss bekämpft werden. Das ist auch soweit geschehen. Und dann haben wir noch einen Einsatzabschnitt Verschüttete und Förderanlage. Ist also eine Person massiv verschüttet worden, beziehungsweise hat sich dann später herausgestellt, 2 Personen massiv verschüttet worden und eine Person hat sich auf die Förderanlage hinaufgerettet, die dann abgeborgen werden musste. Leider haben wir bei dem Einsatzszenario 3 Tote, aber 5 haben wir retten können. Die Toten sind im Prinzip die untergegangene Person, die durch die Taucher abgeborgen worden ist, und die Verschütteten. Die Feuerwehr ist mit ungefähr 40 Einsatzkräften vor Ort, mit 8 Fahrzeugen und einem Mehrzweckboot. Das THW wurde gegen 13.40 Uhr heute alarmiert zu einem Einsatz hier in das Kieswerk Rohr. Und erstmal eine unklare Lage, das heißt Personen nach Gasexplosion irgendwie auf dem Gelände hier. Und die Aufgabe erstens für uns war jetzt, eine Erkundung mit durchzuführen, und dann wurden uns Einsatzstellen durch den Einsatzleiter der Feuerwehr entsprechend zugewiesen. Wir sind jetzt hier, haben wir eine Lagedarstellung erstellt. Wir sind im Augenblick mit
insgesamt 20 Einsatzkräften des THW hier im Einsatz. Man sieht hier schematisch dargestellt ein Kieshaufen, das ist die Förderanlage. Und hier hinten ist ebenfalls nochmal ein großer Sandhaufen. Und diese Markierungen hier dienen dazu, die Personen entsprechend zu identifizieren, die jetzt dort verschüttet sind. Das sieht man hier auch an diesen taktischen Zeichen. Also so eine Raute ist immer bei uns das taktische Zeichen für einen Mensch. Und wenn das so halbiert ist, heißt das also ein verletzter Mensch. Und wenn oben noch so ein Deckel drauf ist, heißt das ein Verschütteter. So dass man also auf den ersten Blick hier sehen kann, was los ist. Und das sind eben auch unsere Einsatzstellen. Wir haben im Augenblick die erste und zweite Bergungsgruppe im Einsatz und dann noch ein Trupp mit einem Boot, der für den Transport zur Verfügung steht von anderen Einsatzkräften. Das ist so im Augenblick die Lage THW. Wie geht's Ihnen? Können Sie mich hören? Mein Name ist Ina Seidel. Ihr Bein, welches denn? Das untere. Ich taste Sie mal grob ab. Und Sie melden sich, wenn Sie Schmerzen haben. Hier? Ja. Weiter oben? Ich drücke gerade mal auf Ihr Becken. Becken tut auch weh. Bisschen. Mein Name ist Jürgen Ulrich, ich bin ehrenamtlicher Notfallseelsorger der Notfallseelsorge Kreis Bergstraße. Wir sind zurzeit 70 aktive Notfallseelsorger und betreuen den gesamten Bereich der Kreis Bergstraße. Ja, mein Name ist Christa Will, ich bin bei der Notfallseelsorge Kreis Bergstraße. Wir werden grundsätzlich in kritischen Situationen gerufen, wenn es den Menschen schlecht geht, wenn sie einen Angehörigen verloren haben, beim Verkehrsunfall, Brände. Wir gehen grundsätzlich auch zu zweit in den Einsatz, möglichst ein Mann und eine Frau, damit man entsprechend die Möglichkeit hat, einzugreifen. Ja, mein Name ist Hubert Simonis, ich bin bei der Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße. Wir haben im Kreis Bergstraße, wie mein Kollege ja schon gesagt hat, 70 Kollegen. Momentan sind wir so bei ca. 120, 130 Einsätzen pro Jahr. Wir fahren grundsätzlich raus, wenn wir gerufen werden von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten, auch von der DLRG, wenn entsprechende Einsätze laufen und gehen auch notfalls vor Ort zu Unfallstellen, zu den Leuten nach Hause, sprechen mit denen, fangen die auf, weil der Rettungsdienst irgendwann seine Arbeit beendet hat und dann müssen die wieder weg, weil die müssen sich ja vorbereiten auf den nächsten Einsatz. Das ist genauso wie bei der Feuerwehr, bei der DLRG auch, die dann wieder ihre Sachen packen und sich wieder vorbereiten auf den nächsten Einsatz. Und wir sind dann für die Leute noch da, fangen die im ersten Moment auf, bis das Sozialgefüge in Freundeskreis, Familie wieder greift, dass die Leute nicht alleine sitzen. Ich habe vorhin alle Kräfte abgerufen. Das hat ganz gut funktioniert, so hatte ich den Eindruck. Die Lage, um das nochmal zu wiederholen, war zu Beginn ein Brandszenario am Grill. Daraus resultierend 8 Verletzte, 3 Verschüttete, eine Person hier oben auf dem Förderturm, 2 Personen am Grill, beide mit Brandverletzungen, 3 Personen, weitere sind schwimmen gegangen, um sich abzukühlen, klar natürlich. 2 davon sind ans Südufer gelangt, einer kurz vom Südufer untergegangen. Am Südufer hat die Rettungshundestaffel die beiden Personen gesucht. Die Person, die im Wasser war, hat natürlich die DLRG gesucht. Rettungsdienstpersonal, Rettungshundestaffel, DLRG-Personal wurden durch die Boote von THW, DLRG und Feuerwehr ans Südufer gebracht. Weitere Einsatzstellen hier vorne, die Verschütteten wurden, verschüttet wurde vom Feuerwehr und THW rausgeholt. Die Person auf der Förderanlage vom THW gerettet und hier nochmal zuletzt noch eine Person aus der verschütteten Lage von der Feuerwehr gerettet.